Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier heute zur Samstags XXL Folge. Gestern habe ich gelivestreamt. Alle, die im Livestream dabei gewesen sind, wissen, dass ich eine neue Icon habe, Leute. Ich habe eine neue Icon, ich habe mir jetzt diese Woche eine gegönnt beim Icons Turnier. Ich zeige euch die mal bei meinem 95er Icons Turnier Team. Weil ich werde heute auch noch reingehen ins Icons-Turnier-Event und werde da das Turnier nochmal wiederholen. Ich habe gestern, wenn ihr den Stream verpasst haben solltet, ich denke mal, ich weiß noch nicht, ob ich ein Highlights-Video mache, aber alle, die dabei gewesen sind, wissen ja, wie viele Siege ich geholt habe. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt auch noch Hullet im Sturm, also Hullet geholt. In mein Main-Team kann ich euch zeigen, steht er halt natürlich im zentralen Mittelfeld. Ich habe leider auch noch nicht die Münzen dazu oder dafür, um meinen Hullet zu trainieren. Und ich frage mich gerade, wieso da eine 2 steht, wenn ich hier nur einen Skill-Boost habe. Achso, bei dem Team sind 2 Spieler oder wie, oder was, oder wie, oder was? Hä, wieso steht da eine 2? Wieso steht da eine 2? Kann mir das jemand beantworten? Hier ist ja nur ein Spieler. Komm, dann trainiere ich. Ach, kann ich ja noch nicht mal. Ramos kann ich ja noch nicht mal verbessern auf den nächsten Skill-Boost. Aber wieso steht da eine 2? Bin ich jetzt komplett neben der Spur? Hä? Gesamtwirkung. Betroffene Spieler. Hier, zack. Ah, jetzt sehe ich es hier. Ballkontrolle. Wer hat denn Ballkontrolle hier? Dirusson hat Ballkontrolle. Ja, muss ich nicht trainieren, weil Dirusson ist natürlich in meinem 95er-Team mit drin. Und da habe ich jetzt zu sehr Angst, dass ich, wenn ich den jetzt gleich trainiere, dass ich auf 96 rutsche. Deswegen lasse ich das lieber so. Genau. Fakt ist, ich habe Hullet in meinem Main-Team drin als zentralen Mittelfeldspieler. Müssten wir uns mal überlegen, ob wir Toni Kroos einsetzen, um Hullet dann zu trainieren auf 95. Könnte man natürlich durchaus machen, ne? Hullet auf 95 hätte schon was. Wir könnten auch einen Toni Kroos verwenden, um Coutinho zu trainieren. Aber die Frage ist natürlich, werden wir Coutinho behalten oder werde ich vielleicht sogar einen Nainggolan da reinstellen ins ZOM? Weil Raja Nainggolan kriegt man ja beim Karnevals-Event unter anderem. Free to play, also gratis. Free to play heißt es, free to play. Man kriegt den auf jeden Fall, wenn man halt kein Echtgeld ausgibt, kriegt man den trotzdem. Den guten Nainggolan. Der hat aber, okay. Allein aus diesem Grund werde ich Nainggolan nicht spielen. Der hat einen Skill Boost Kapitän. Skill Boost Kapitän ist natürlich absolut Quatsch, finde ich. Also, man kriegt so wenige Kapitänskarten. Genau aus diesem Grund werde ich wohl den nicht spielen. Gibt es hier einen anderen geilen ZOM, den man sich vielleicht gönnen kann? Aber ich habe jetzt schon die ersten Deutschlandmasken ausgegeben. Und das ist halt so mein Fehler, ne? Ich habe ja schon Ginter geholt. Volland könnte ich jetzt auch bald holen. Brauche noch 2 Masken. Das ist Fabregas ZDM. Ne, es gibt auch keinen anderen geilen ZOM. Also können wir hier ruhig den guten Kevin Volland mal abholen jetzt hier. 2 Masken brauche ich dafür noch, um ihn zu holen. Den Kevin Volland. Aber den werde ich nicht spielen, Leute. Kevin Volland. Vielleicht können wir den. So lele. Kevin Volland 88. Nice. Da ist er. Die Werte sehen zwar nicht schlecht aus, ne? Hat einen richtig guten Schusswert. Hat auch Schießen-Skill-Boost, was auch gar nicht so verkehrt ist. Also müssen wir mal schauen. Vielleicht bauen wir den im Team. Im 95er Icons-Turnier-Team ein. Die Quests habe ich natürlich auch noch am Start. Ganz klare Sache. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie viele Siege ihr geholt habt. Oder habt ihr das Turnier noch gar nicht gespielt? Habt ihr das Turnier erneuert? Also nochmal gespielt? Weil ihr könnt das ja bis zu 2-mal nochmal spielen. Also insgesamt kann man es 3-mal spielen an einem Wochenende. Was natürlich meiner Meinung nach richtig, richtig geil ist. Dass man das 3-mal spielen kann. Und ja, wenn man absolut heftig ist, kann man pro Woche 3000 Punkte holen. Genau, so. Ich muss noch einen Spieler trainieren. Und dann haben wir schon die Packs eigentlich am Start, ne? Komm, wir nehmen jetzt einfach mal Luis Figo, da der halt auch bald beim nächsten Level ist. Wir nehmen mal nochmal so eine 40er Karte. Und jetzt können wir schon die Inform-Packs öffnen. Ich bin ja schon soweit. Nice, Mann. Nice. Dann öffne ich die jetzt direkt, Leute. Komm, ich öffne mal. Ich gönne euch die Inform-Packs direkt am Anfang der Folge. Am Anfang der heutigen Samstags XXL-Folge. Natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr direkt ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Hier auf diese Folge würde ich mich sehr darüber freuen. Und wer noch nicht Abonnent ist, und Lasogga ziehe ich zum 3. Mal, Leute. Zum 4. Mal. Ich glaube, ich habe Lasogga in der vorletzten Folge 1-mal gezogen, in der gestrigen Folge 2-mal gezogen und jetzt ist er schon wieder am Start.
Alter, Lasogga verfolgt mich. Lasogga verfolgt mich, verdammt nochmal. Und wieder kein Inform. Wäre es jetzt schon wieder Lasogga gewesen, Leute. Ich hätte die XXL-Folge hier beendet, Kappa. So. Karnevals-Event. Ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht gegen den CPU spielen in der 20-Uhr-Folge hier. Deswegen lasse ich da jetzt einfach mal aus. Wir könnten nochmal hier ein paar Skill-Boost-Karten abholen. Komm, wir holen uns nochmal die normalen, häufigen Skill-Boost-Karten ab. Vielleicht bringen uns die ja nochmal ein bisschen weiter. Was sehe ich da? Ich sehe nichts. Okay, belastend. Hier habe ich aber auch zwei im Main-Team, oder? Nee, habe ich nicht. Nee, das zählt wieder mit dem Team, was ich aktiviert habe. Aber hier habe ich halt immer noch Ramos, ne? Hätte ich mir mal die Münzen geholt, dann hätte ich jetzt... Och, Mann. Alles, was ich mache, mache ich falsch hier. Nein, Spaß. So, Icons-Turnier. Dann hätte ich... Hole ich mir halt nächstes Mal die Münzen ab, um... Vielleicht hole ich mir jetzt auch immer die Münzen ab. Immer 100.000 Münzen, zack, 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 zack. Wäre schon nice, ne? Muss ich sagen. Wäre schon saftig. Hier können wir uns ja die Masken holen. Das ist ja kein Problemchen. Da fehlt mir noch ein Punkt, um 100.000 Münzen zu holen. Das wären genau 100.000 Münzen gewesen, ne? Hätte ich jetzt Ramos noch wenigstens trainieren können. Egal, Leute, wir gehen rein ins Icons-Turnier-Event. Da ist es, zack. Ich habe schon einmal gespielt. Ich habe das Ganze jetzt schon mal nochmal erneut spielen gedrückt. Man kann es nochmal erneut spielen. Ich denke mal, ich werde es auch nochmal erneut spielen, weil ich habe noch die Gems-Punkte da oben rumzuliegen. Und wieso sollte ich die Gems-Punkte oben rumliegen lassen? Ich kann ja dadurch auch nochmal das Icon-Turnier spielen. Und das lohnt sich meiner Meinung nach sehr, weil erstens kriegt man dadurch eher Icons. Gute Icons. Zanetti werde ich mir als nächstes holen. Wieso Zanetti? Weil ich Zanetti von den Icons, die es diese Woche gibt. Oder Cannavaro. Oder ich spare die Punkte nochmal auf Cannavaro. Entweder Zanetti oder Cannavaro. Ich weiß es noch nicht zu 100%. Vielleicht sogar eher doch Cannavaro. Weil... Hummels. Dann kann ich Hummels verbessern für Cannavaro. Ich denke mal, oh doch, ich glaube, das mache ich doch so. Mein Plan war es eigentlich, Zanetti zu holen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt hier so nochmal überlege, glaube ich, hole ich mir doch eher einen Cannavaro. Aber heute in der XXL-Folge wird es wahrscheinlich eh nichts, weil ich muss ja die ganzen Spiele spielen. Ich muss die Punkte abholen und dann muss ich nochmal spielen. Dann kann ich mir eventuell erst Cannavaro holen. Let's go, wir gehen rein ins erste Spiel. Im Stream würde ich jetzt sagen, Hashtag Push. Aber in der XXL-Folge natürlich nicht. Ich hoffe, ihr fiebert mit. Messi ist der erste Gegner, Leute. Das ist der echte Messi, ganz klar. Der echte Messi spielt hier gerade gegen mich FIFA Mobile. Let's go. Hullet im Sturm, Leute. Und Hullet ist als Stürmer richtig gut. Der kann einfach alles, Leute. Der kann alles. Der kann echt alles. Hullet Gang. Sagt man ja auf der FIFA, auf der Konsole bei FIFA. Hullet Gang, der Spieler ist in der Hullet Gang. Bedeutet, wenn alle Werte, glaube ich, über 80 sind oder über 90... Also Tempo, Defensive, alle Werte einfach über 90, dann ist der Spieler, oder über 80, ich weiß nicht genau, entweder über 80 oder über 90, dann ist der Spieler in der Hullet-Gang, sage ich mal, ne? Weil es halt einfach auch so ein Komplett-Allrounder ist wie Hullet. Hullet kann einfach alles. Deswegen steht er bei uns auch im Sturm. Ja. Und im Main-Team natürlich im zentralen Mittelfeld, ist ja ganz klar. Hatte ich euch ja schon gezeigt an die Latte. Coutinho schafft es nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Aber Hullet schafft es. Hullet schafft es. Und das sieht sehr gut aus, dass wir das erste Spiel hier gemeinsam in der Folge gewinnen können. Das ist ja mal das Geringste, was wir hier machen können, ne? Zack, Coutinho nochmal zum 7:4. Neymar mit dem Roulette. Neymar nochmal mit dem Roulette. Und Neymar mit dem 8:5. Und das Ding ist durch, Leute. Das Ding ist durch. Wir gewinnen das erste Spiel. Ja, souverän. Ja, souverän kann man definitiv sagen. 9:6, zack. 10:6 hier. Jawohl, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich noch andere... Kann ich die Champions League Packs schon öffnen? Oder das eine Champions League Pack? Ich glaube nicht. Das wäre nochmal geil gewesen für die XXL-Folge heute. Aber ich glaube, da fehlen mir immer noch ein paar Pünktchen beim Champions League Event. Weil da kann ich auch nochmal einen Elite-Spieler holen. Wo ist denn das Event? Da ist es. Da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. 152 Punkte brauche ich. Also, es dauert nicht mehr so lange. Nächste Woche ist es soweit. Letzte Woche hatte ich schon gesagt, ist es soweit. Aber dann habe ich mich verrechnet oder keine Ahnung. Hashtag Mathe-Abi, ich weiß es nicht. La Liga-Event können wir auch nochmal reinschnökern. Ob ich da nochmal ein paar Pünktchen holen kann. Ich habe ja so viele. 32 noch oben rumzuliegen. Aber ich habe hier halt noch nichts gemacht. Hier, jawohl.
wenn ich mir jetzt hier die Punkte vorne hole, aber ich komme ja nicht auf 50, ne? Komme ich mit einem Zug auf 50? Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin bei La Liga komplett raus, weil ich halt nicht, weil ich es halt nicht so wirklich gespielt habe. 8, 16, 32. Doch, wir kommen. Jawohl, wir können uns die Münzen holen. Das heißt, wir können den Skillboost von Ramos noch verbessern. Jawohl, Ski. Geilo. Geilo Matico. Partie 3 Pünktchen. Pünktchen und Anton. Nächstes. Zack, zack, zack. Wir haben ja von den La Liga Flanken oder wie die Dinger heißen. Noch ein paar übrig. Bam, bam. Bam, bam. Und das Ganze noch zweimal. Dann können wir uns die Münzen abholen. Und endlich, Leute. Der Ramos konnte ich schon in der vorletzten Folge, glaube ich, verbessern. Ich habe aber aktuell ein absolutes Münzenproblem. Ich komme einfach nicht mit Münzen hoch. Ich habe keine Spieler mehr, die ich irgendwie, ja, verkaufen könnte, so vom Ding her, ne? Ja, müssen wir halt abwarten. Abwarten, bis ich wieder flüssig bin. Flüssig mit den Münzen. Und ich glaube, das Icons-Event trägt dazu bei, weil ich natürlich Icons bekomme. Dadurch, dass ich das Event zweimal immer, also dreimal insgesamt immer spiele, bekomme ich auch einfach mehr Icons als andere Spieler, sage ich mal. Und dann kann ich auch ein paar Icons verkaufen. Beispielsweise Zanetti. Der kostet 4 Millionen, der Zanetti. 3 Millionen. 4 Millionen. 3 Millionen. Sagen wir 3 Millionen kostet Zanetti. Und den kann man ja mal easy locker holen, ne? Und das ist ja nicht die einzige Legende. Also Hullet ist jetzt der erste Spieler, den ich da geholt habe. Und ich habe aktuell. Crespo könnte man sich eigentlich auch so holen, ne? Locker easy. 350 Punkte, Leute. Ich bitte euch. Ist ja gar nichts. Aber ich denke mal eher Giggs oder Cannavaro. Wenn ich mir Giggs hole, dann ist es aber nur, dann hat es nur den einen Grund, dass ich Giggs verkaufen möchte. Cannavaro würde ich sogar unter anderem vielleicht sogar spielen. Den guten Fabio Cannavaro. Ist zwar ein bisschen klein, aber mal schauen, ob ich den denn hole und ob ich den spielen werde. Müssen wir dann mal gucken. Könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Soll ich Cannavaro spielen? Ja. Oder nüpp. So, ne, gerade Speck habe ich noch am Schlüssel. Und dann gehen wir rein ins zweite Spielchen. Ich hoffe, dass wir das auch siegreich gestalten können. Gucci. Gucciado. Gucci, 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 Gado. Gucci, 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 Gucci. Gucci Gang, Gucci Gang. So. Nächstes Spiel, zweites Spielchen, zweiter Sieg incoming, Fragezeichen. Gehen wir rein, mal gucken, was der Gegner für eine Mannschaft hat, ob der eine 95er Gesamtbewertung hat. Dann bin ich wohl ein bisschen ruhiger, weil ich echt gewinnen will, Leute. Ich bin da echt ehrgeizig, um hier viele Siege, natürlich um viele Icons-Punkte zu holen. Und der Gegner hat 90, das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein, um diesen Gegner jetzt hier, also den Gegner zu schlagen. Ne? Weil auch, er hat auch, Leute, er hat einfach 77 Chemistry. Ne? Die Chancen sind klar auf meiner Seite, also ich habe die klar besseren als der Gegner. Sollte hier also nichts anbrennen, sagen wir es mal so. 1-0 Arne Meyer. Rollet, bam, 2-0. Zack, 3-0, sehr schön. Vielleicht können wir unseren höchsten Icons-Turniersieg jetzt hier mal klar machen. Gegen den 90er Gegner könnte es sogar was werden. Bam, 5-0 nach 30 Sekunden, Leute. Also wenn wir so weitermachen, könnten wir sogar 15-0 gewinnen. Das wäre mein höchster Sieg. Ich habe noch nie 15 Tore gemacht in einem Spiel. In einem Versus-Angriffsspiel. Komm, wir müssen einfach so weitermachen. Geil, Mann. Das wäre echt geil. Höchster Sieg hier für mich. Ich weiß nicht, was allgemein der höchste Sieg ist in FIFA Mobile bei Versus Angriff. Aber für mich ist es mein persönlicher Rekord. Und ich wollte in die lange Ecke. Leute, der Ball wäre safe. Zu 100% reingegangen in die lange Ecke. Hoch damit, Rullet. Rullet, 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 10-0. Ja. Zweistündig ist es zwar schon mal. Sieht nice aus, aber ich versuche immer mehr. 12-0. Nochmal eine tolle Chance. Dankeschön. EA macht jetzt auch absolut kein Auge mit den Chancen, sondern sie geben uns hier die tollen Chancen. 14. Also das 15. Tor ist definitiv drin, wenn ich hier die letzte Chance verwerte und ich mache ihn nicht rein. 14-0. Schade, 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 Schokolade. Ach Mann. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann. Aber es ist der zweite Sieg. Das ist gut.
Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt den dritten Sieg ab, Leute. Wir holen uns jetzt den dritten Sieg ab. Ich würde sagen, wir machen die 5 Siege heute hier voll, Leute, in der XXL-Folge. Die 5 Siege machen wir voll. Das heißt, noch 3 Spiele. Das ist jetzt hier das dritte Spiel. 95er Gegner. Das bedeutet, Schwitzen ist angesagt, Leute. Schwitzen ist angesagt. Holy shit, Kydro. Liga Louis, Spepa, keine Ahnung. Aus welchem Land der Gegner kommen könnte. Ich gucke ja immer, wie der Gegner so heißt, was der für eine, oder in welcher Liga der spielt. Um halt so ein bisschen herauszufinden, ja, von wo ist der Gegner, ne? Ist es ein deutscher Schwitzer? Ist es ein englischer Spieler? Ist es ein Spieler aus Japan, aus China oder so? Das kann man ja immer leicht erkennen. Also zumindest aus Asien, sage ich mal, mit den japanischen Schriftzeichen oder chinesischen Schriftzeichen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich kann nicht unterscheiden, was ist jetzt Japan, was ist für japanische Schriftart, was ist für chinesische Schriftart. Ich weiß einfach bloß, dass es dann aus ein Spieler aus Asien ist, sagen wir es mal so, ne? So, 4-4. Muss ja auch nicht, Leute, es muss ja auch nicht zwingend bedeuten, wenn man chinesische Schriftzeichen hat, dass es automatisch ein Spieler aus Asien ist. Kann ja auch sein, dass es sich einfach so. Es kann ja auch sein, dass es einfach so ein deutscher Spitzer ist, der sich da mit chinesischen Schriftzeichen eingetragen hat. Kann ja natürlich auch sein. 6-6. Komm, Neymar. Pfosten, ich treff den Pfosten. Och, Neymar, du Pfosten, Lul. Was für ein Wortspiel hier. Coutinho 7-7. Roulette, einfach nur Roulette. Ich sehe nur noch Roulettes. Nein, Coutinho, lange Ecke, du Dödel. Ich wollte doch in die lange Ecke. Arne Meyer, überragend, 8-8. Danke, Neymar, 9-8. Und nochmal eine tolle Chance. Das muss der Sieg sein, Leute, das muss der Sieg sein. Sehr, sehr gut, das war hier gegen den 95 Gegner erfolgreich sein können. Hätte durchaus auch eine Niederlage natürlich sein können, ne? 10-8, aber es ist ein Sieg, Faust in die Face Game. Sehr schöne Sache. Geil. Direkt rein ins vierte Game, Leute. Direkt rein ins vierte Game. Ich bin heiß auf den nächsten Sieg. Was hat der Gegner? Was hat der Gegner für eine Mannschaft, für eine Bewertung und für einen Keeper? Weil Keeper, auf den Keeper achte ich immer so besonders, weil wenn ich da sehe, dass der Gegner De Gea hat, dann habe ich immer schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil De Gea ist der stärkste Keeper meiner Meinung nach in FIFA Mobile. Der Gegner hat ja einen 92er Team. Sollte, wenn alles normal läuft, sollte es kein Problem sein, jetzt hier den vierten Sieg zu holen gegen den 92er Gegner. RMFC, das ist anscheinend aufgrund der Liga, würde ich sagen, dass es ein russischer Spieler ist. Weil das war so ein russisches Zeichen. Gehe ich einfach mal davon aus. Muss natürlich nicht stimmen, habe ich ja eben schon erklärt, dass man den Namen einfach so eintragen kann. Auch ich hätte so, keine Ahnung, ich hätte ja auch auf Chinesisch Packstrader schreiben können, so vom Ding her, ne? Wäre auch eine coole Idee gewesen, ohne ohne Mist hier, ne? No joke, true story. 2-0. Dirusun, der Berliner Dirusun. Oh, das wäre ein, Alter, das wäre ein geiles Tor gewesen vom Berliner. Zum jetzigen Zeitpunkt, Leute, wenn ihr diese Folge seht, wisst ihr schon, wie es aktuell steht. Hertha gegen Dortmund. Beziehungsweise wie die Mannschaften sich getrennt haben. Bei der Partie kommt ja immer darauf an, wann ihr diese Folge guckt. Direkt um 20 Uhr oder erst, keine Ahnung, Sonntag früh oder so. Kann ja auch sein, dass ihr euch die Folge früh gönnt. Aber ich hoffe, das war, / ist ein gutes Spiel. Hertha gegen Dortmund im Berliner Olympiastadion. Und es sieht alles danach aus, als würden wir hier den nächsten Sieg einfahren. Ich weiß nicht, ist es schon der fünfte Sieg? Ich habe ja gesagt, bis 5 Siege mache ich auf jeden Fall. Oder ist es erst der vierte Sieg? Nee, das ist der erste vierte Sieg, ne? Dann machen wir noch ein Spielchen danach. Das ist ja kein Problem, weil wir haben ja heute Zeit, Leute. Wir haben ja heute Zeit in der Samstags-XXL-Folge. Zack, 10-4. Also ich muss sagen, Leute, Eigenlob stinkt zwar, aber in letzter Zeit, keine Ahnung, irgendwie komme ich mit dem Gameplay zuletzt richtig, richtig gut klar. Kommt ihr mit dem Gameplay gut klar, könnt ihr auch mal gerne unten reinschreiben. In die Kommentare, würde mich mal auch interessieren. So, war das jetzt der fünfte? Das war der vierte Sieg. Okay, Leute, wir machen noch ein Spielchen. Es muss ja nicht zwingend heißen, dass es jetzt das letzte Spiel ist, weil wenn ich verlieren sollte, ich habe gesagt, ich mache bis 5 Siege. Wenn ich verlieren sollte, ist das natürlich kein Sieg. Klare Sache, ne? Klares Ding hier, ne? So, was hat der Gegner? 95 mit Kepa, mit Messi, mit Aguero, mit Sané im ZOM.
Sieht nicht verkehrt aus. Sieht nicht verkehrt aus, das Team vom Gegner. Und aufgrund des Namens würde ich sagen, er ist zwar in einer chinesischen Liga, aber der Name Dob for Min 3 ist jetzt nicht zwingend ein chinesischer Name oder japanischer Name oder asiatischer Name, wie auch immer. Ja, das ist ja auch mir vollkommen egal, Leute. Es ist mir vollkommen egal, wie der Gegner ist. Es ist mir vollkommen egal, in welcher Liga der spielt. Es zählt nur eins. Es zählt nur eins. Am Ende zählt der Sieg. Und wenn der Keeper hier diesen Ball hält, dann kann es nichts werden. Dankeschön, Coutinho. Das war sehr wichtig, dass der den noch reingehauen hat hier. So, runter. Coutinho. Jawohl, 3-3. Coutinho, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. No, nein, nein, doch, nein. Ronaldo, du Dudel. Mann. Ich mach immer, Leute, ich mach immer. Ja, Mann, das war wichtig, dass Ramos da noch raufgeschossen hat. Ich mach immer den Scoop, obwohl ich den gar nicht machen möchte. Ja, Mann, 6-6. Schön, 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 Coutinho. Schön, richtig stark von ihm. Marcelo, das muss ein Finesse werden und der wird auch. Der sitzt, 8-7. Freistoß, bitte, bitte Neymar, danke Neymar, 9-8. Holy shit, komm Coutinho. Coutinho, 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 10-9. Schalalalalalala. Coutinho, Coutinho, 11-10. Macht der Gegner noch das 11. Tor? Er macht noch das 11. Tor. Holy shit, Mann. Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Es ist kein Sieg. Ich habe gesagt, bis 5 Siege mache ich. Sprich bedeutet, ist doppelt gemoppelt, ich weiß. Bedeutet, ich mache noch ein Spielchen. Ich gehe auch schon direkt rein in die Spielersuche. Weil, ich habe gesagt, Leute, ich habe es gesagt. 5 Siege. Die 5 Siege machen wir auch definitiv voll. Vielleicht gegen diesen Gegner? Fragezeichen, was hat er? Er hat eine 95er Mannschaft mit Mandanda, mit Jesus, mit Campbell, mit Bale vorne drin. Sieht nicht schlecht aus. Romania United. Also aufgrund der Liga würde ich sagen, ist es halt ein rumänischer Spieler. Muss aber natürlich nicht zwingend bedeuten, dass ein rumänischer FIFA Mobile Spieler automatisch in einer rumänischen FIFA Mobile Liga ist. Ne? Ich kann ja auch in meine Liga Leute aufnehmen, die nicht in Deutschland wohnen, sage ich mal. Ne? Ist auch egal, Leute. Ist auch egal. 2-0, wir führen. Und das ist sehr gut. Hullet. Dankeschön. Ich feiere sein Torjubel. Bogenschütze. Wie immer sein Pfeil da so gefühlt rausholt. 5-1. Ja, ich glaube, das sollte der 5. Sieg sein, oder? Mit einer 5-1-Führung nach 40 Sekunden. Sollte man eigentlich nicht mehr verlieren. 6-1. Oh, getunnelt, Leute. Ich habe ihn getunnelt. Ich habe ihn getunnelt. Ich habe ihn getunnelt. Jawohl, 7-2. Nice, Mann. Nice, nice, nice. Der Tunneler zählt nämlich erst richtig. Natürlich, Tunneler sind immer cool, aber richtig zählt der Tunneler dann, wenn der Ball am Ende auch noch reingeht. So für mich. Ansonsten kann man halt immer die ganze Zeit zum Spieler rennen, tunneln, versuchen zu tunneln und dann halt... Ne? Dann sagt man, ey, das war ein Tunneler. Aber für mich ist, wenn in FIFA Mobile einer getunnelt wird und dann am Ende noch das Tor macht, dann ist es richtig geil. Tunneler ist nice so, ne, vom Ding her, aber mit einem Tor ist es dann noch geiler verknüpft. 9-6, Leute, es wird nochmal spannend. 9-7. Und das war Ronaldo. Einfach Ronaldo-like war das, Leute. Einfach Ronaldo-like war das, Coutinho. Ich wollte den Scoop-Turn gar nicht machen. Ist mir auch egal, Leute. Ich gewinne trotzdem. Und das soll es heute für diese Folge gewesen sein, Leute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es waren mal wieder, es waren viele erfolgreiche Spiele mit bei. 5 Spiele jetzt insgesamt gemacht. Eigentlich haben wir 6 gemacht, aber 1 Spiel unentschieden. 5 Spiele, 5 Siege. Läuft auf jeden Fall. Ich halte euch auf den Laufenden, wie es weitergeht mit dem Icons-Turnier. Ich denke mal, morgen in der 20 Uhr Folge werde ich euch dann zeigen. Also in der Sonntags 20 Uhr Folge werde ich euch zeigen, wie ich dann abgeschlossen habe bei meinem zweiten Run des Icons-Turnier. Ich bin jetzt hier raus, haut rein und tschüssi.